Vermutlich sind Sie mit dem Urteil aus Sicht der Staatsanwaltschaft zufrieden? Das war meine Überzeugung und entspricht weitestgehend meinem Urteil. Wie kommen Sie denn dazu, dass er wirklich der Täter war? Ich habe das in meinem Plädoyer dargelegt. Wir haben viele Indizien, die in der Gesamtschau ein zwingendes Bild ergeben. Und daran habe ich festgehalten und ich sehe, dass die Kammer das überzeugt hat. Warum ist es Mord und nicht Totschlag? Weil eindeutig festgestellt wurde, dass die Tathandlung heimtückisch begangen wurde. Und damit ist ein Mordmerkmal erfüllt und damit der Paragraph 200. Wie konnte man den Vorsatz nachweisen? Ja, Sie haben den Ausführungen des Vorsitzenden Richters entnommen, dass also die Tötung zumindest seit dem 29. Vormittags beabsichtigt war und alleine schon durch das Mitbringen bestimmter Tatwerkzeuge, wie hier eben auf der Schnürsenkel, durfte es ziemlich belegbar sein, eindeutig, dass das ein direkter Tötungsvorsatz war.